Hey meine Lieblingszuschauer, ich wünsche euch ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch gerne die 10 Location-Punkte der verbotenen Früchte zeigen. Warum möchte ich euch dieses Video zeigen? Aus dem einen Grund, da diese Früchte Sammelstücke sind. Für den Fall, dass ihr 100% in GTA 5 auf der Next Gen erreichen wollt, müsst ihr diese Früchte sammeln. Es gibt insgesamt 27 Früchte. In diesem Video zeige ich euch 10. Bei meinem nächsten Tutorial über die Früchte zeige ich euch den Rest. Für den Fall, dass ihr keinen Helikopter habt, um die einzelnen Location-Punkte zu erreichen, ruft euch einfach ein Taxi, der bringt euch in die Nähe der Früchte. So spart ihr extrem viel Zeit. Man kann diese Früchte nur einmal essen, da es Sammelstücke sind. Aber wenn ihr einmal in der Gestalt eines Tieres seid, könnt ihr so lange ein Tier sein, wie ihr möchtet. In den nächsten Minuten werde ich euch die einzelnen Location-Punkte auf der Karte als auch den genauen Standort zeigen. Ich hoffe, euch hilft das Video weiter. Wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde versuchen, euch zu helfen. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Chao,
Fragen habt, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde versuchen, euch zu helfen. Wenn euch das Video geholfen hat, lasst doch eine positive Bewertung da. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. I feel dumb.
Hey meine Lieblingszuschauer, ich wünsche euch ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch gerne die 10 Location-Punkte der verbotenen Früchte zeigen. Warum möchte ich euch dieses Video zeigen? Aus dem einen Grund, da diese Früchte Sammelstücke sind. Für den Fall, dass ihr 100% in GTA 5 auf der Next Gen erreichen wollt, müsst ihr diese Früchte sammeln. Es gibt insgesamt 27 Früchte. In diesem Video zeige ich euch 10. Bei meinem nächsten Tutorial über die Früchte zeige ich euch den Rest. Für den Fall, dass ihr keinen Helikopter habt, um die einzelnen Location-Punkte zu erreichen, ruft euch einfach ein Taxi, der bringt euch in die Nähe der Früchte. So spart ihr extrem viel Zeit. Man kann diese Früchte nur einmal essen, da es Sammelstücke sind. Aber wenn ihr einmal in der Gestalt eines Tieres seid, könnt ihr so lange ein Tier sein, wie ihr möchtet. In den nächsten Minuten werde ich euch die einzelnen Location-Punkte auf der Karte als auch den genauen Standort zeigen. Ich hoffe, euch hilft das Video weiter. Wenn ihr